Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Psycho, ich bin mit am Start mit einem weiteren Video. Wir befinden uns in Phasmo und wie angekündigt bin ich nochmal im Herausforderungsmodus. Das hat mir eigentlich ganz gut Spaß gemacht. Wir befinden uns deswegen auch wieder in Camp Woodbine. Und ich bin mal gespannt, mit welchem Geist wir es heute zu tun bekommen. Was ich irgendwie auch an dieser Stelle sagen muss, was ich cool fände, dass es praktisch drei Häuser sind. Erstes Häuschen, ein kleineres Häuschen. Also ein einfacheres Häuschen, sagen wir es mal so. Sobald du da die Challenge einmal geschafft hast, bup, hast du danach ein zweites Häuschen, sagen wir danach, kommt dann Edgefield oder Ridgeview. Bup, geschafft, dann kommt als nächstes, sagen wir mal, ein Farmhaus. Bup, geschafft, $3000. Das wäre ganz cool, also sprich, dass du alle drei Wins nicht in einem Häuschen haben musst, oder in dem Fall in Camp Woodbine, sondern in drei verschiedenen Maps. Das würde ich sehr, sehr feiern, das wäre sehr cool, aber alles in allem, schöne Challenge heute. Oder diese Woche. Wir jagen diesmal Shelly Martinez. Wir müssen den Geist während der Jagd mit Räucherstäbchen abwehren. Kruzifix, Parabol. Klingt alles machbar. Und schaut euch einfach mal dieses Cache an. Das ist, glaube ich, das Schönste, dass du so viel Equipment hast, ohne dass du auch nur 1 Cent ausgeben musstest. Und du verlierst natürlich auch nichts. Das finde ich am coolsten. 1% Sanity. Wir kennen es ja schon. Schau mal, wie motiviert der Geist ist. Wann er diesmal anfängt zu jagen. Wir haben diesmal Gewitter, das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Ich weiß gerade gar nicht, hat mir letztes Mal Gewitter oder nur normalen Regen? Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall dauert das... Okay, es ist das... Erst die Zahnreihe. Ich habe das Gefühl, dass es aber schneller wird. Es hat leider noch Zeitgeschwindigkeit bekommen. Oder bin ich jetzt ganz doof? Also bitte keine Antwort, gell? Aber es kam mir so vor, als ob es schneller wurde. Sprich, leider noch Zeitgeschwindigkeit. Schon mal gut zu wissen. Und der Basketball, der gehört jetzt mir. Jetzt muss ich hier nur noch... Der sollte da hinten stehen bleiben. Also, das hier war die Jagd. Auf den Zehner. Das hier ist nichts Dramatisches. Nichts, was uns weiterhilft. Fahren und bevor gut, das können wir dann, oder das will ich dann mitnehmen. Nach der nächsten Jagd sollte er mal ein Zelt angekrabbelt haben. Da ist jemand motiviert. Wo kommt sie her? Blaues Zelt oder dahinter? Hinterm blauen Zelt. Okay. Aber. Wie ich finde, erhöhte Geschwindigkeit oder sprich kleine Zeitgeschwindigkeit. So, wir müssen jetzt hier mal alle Zelte zumachen, damit wir gleich Fingerabdrücke checken können. Nach der nächsten Jagd. Wo bist du? Wer bist du? Bist du hier? Zeig dich. Da kommt noch. Wo bist du? Wer bist du? Bist du wütend? Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? Wie alt bist du? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er überhaupt hier ist. Ja, es klingt so, als ob er von weiter hinten kommt. Aber momentan dauert es sowieso noch, bis es sich ausreichend temperiert, damit wir sagen können, wo genau er ist. Wir schauen jetzt einfach mal hier hin. 10, 9. Ja, es temperiert sich langsam. Tür auf, damit wir wissen, wann es wieder anfängt. Hier ist er das erste Mal gespawnt. Da drin. Ne, das war weiter hinten. Das war auf jeden Fall jetzt ein Zelt. Das war entweder das rote oder das hier. Zwillinge? Vielleicht? Aber warte, das sollte ich jetzt nicht einfach hier hinwerfen. Ich habe gerade überlegt, Zwillinge, Punkt 1. Ich war nicht mal lange draußen. Und hat relativ schnell wieder angefangen. Cooldown-mäßig. Zweitens, dass er einmal jetzt da hinten ist und einmal, ne? Der Wirkungsbereich ist gerade sehr spannend, obwohl wir dort noch eine geringere Temperatur haben, sprich hier. Aber es klang gerade so, als ob er im roten Zelt ist. Ich bin gerade ein wenig verwirrt. So, das droppen wir jetzt erstmal hier. Das Buch ist unbeschrieben. Was sagt die Temperatur inzwischen?
Jetzt möchte er aber nicht mehr jagen. Jetzt ist er gerade demotiviert. Sehr, sehr spannend. Sprunghaft, der Kleine. Die Kleine. Die gute Shelly. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Gute Temperatur hier hinten. Aha, hier hinten wird es auf jeden Fall besser. Viel besser. Kommt links, oder? Ja. Wäre jetzt kein Ort. Man kann es übertreiben, Kollege. Was auch immer du jetzt in die Luft gejagt hast, ich habe da nicht wirklich was gesehen. Also hier hinten hatten wir 0 Grad. Da hatten wir eine Band. Da kommt ein Hauch. Du bist irgendwie sehr, sehr krass drauf, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Nein, jetzt kann ich meine Box und mein Buch nicht mitnehmen. Jetzt spawnt es da hinten, aber gut, das könnte auch das Event gewesen sein. Also dieses Wesen ist gerade eben, ist gerade echt ein bisschen stressig. So, alle Zelte jetzt zu. Damit ich, wenn das nächste Mal ein Zelt offen ist, ich weiß, dort sind Fingis. Alle Zelte zu. 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 So. Wie willst du irgendwas bekommen, wenn da gerade überall ist? Sie. Schwierig. Und vor allem, bevor wir jetzt mit der Box reden können, müssen wir halt auch erstmal schauen, dass wir wissen, wo es ist, damit wir, wenn wir den Breakout machen, nicht komplett alles dann im Arsch ist. 0,8 Grad hier hinten. Freezing. Freezing? Ja, Freezing. Gut, wir haben einen Anhaltspunkt. Mal schauen, ob wir hier rauskommen. Das ist beide bei der Knochen hier. Nicht zu verwechseln mit... damit man auch immer jetzt den Knochen wechseln könnte. Sie müsste rechts kommen. Ja, da hinten kommt sie. Dann können wir das hier schon mal so bewegen. Oh mein Gott, ich kann nicht weglaufen. Wo bist du? Wer bist du? Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du wütend? Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? Wie alt bist du? Na, das ist alles ganz entspannt. So, Abmarsch. Wenn es keine Zwillinge sind. Oder kein Geist, der allgemein chainerten kann, dann haben wir ungefähr 20 bis 30 Sekunden schon Frist bis zum nächsten Jagd, was bedeutet. Dieser Zeitspanne können wir hier gemütlich raus. Also, Freezing. Erster Beweis bis jetzt. Gefriertemperatur. Ich glaube, irgendwo ging gerade ein Zelt auf, oder bin ich jetzt ganz doof? Bitte keine Antwort, wie immer. Schauen wir mal, ob wir hier Dots haben. Wäre natürlich, wäre sympathisch. Denn ich hoffe jetzt nicht auf irgendwie EMF-5-mäßig, da wo den Gegenstand bewegt. Mach nicht mal ansatzweise EMF-5. Dots wären jetzt sympathisch. Dots und dann so ein kleiner Orb, der noch reingeflogen kommt. Das wäre jetzt gut. Aber so einfach macht es fast wohl nicht. Ich glaube wirklich, das Schwierigste in dieser Challenge ist, den richtigen Geisterraum zu finden. Durch diese ganzen Jagden, durch diese... Ne, dadurch ist die Temperatur komplett für den Arsch. Durch dieses krasse Roaming, durch dieses krasse die ganze Zeit hin und her gehen. Wir hatten jetzt Glück mit Freezing, aber sonst wäre es auch wieder kein Flip. Denn ohne Freezing wäre es wahrscheinlich auf 2, 3, 4 Grad gewesen, dann wäre es... relativ ähnlich mit der Temperatur bei den anderen Zelten. Aber keine Dots, kein Orb. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Wir haben alles drin, außer die UV-Lampe, deswegen kommt die jetzt natürlich als nächstes mit. Und vielleicht haben wir Glück und der wird jetzt gleich ein Zelt öffnen. Abgesehen von dem Zelt, denn das ist zu lange auf. Damit die direkt wieder zumachen. Fingerabdrücke halten hier nur 2 Minuten. Mit normalen Einstellungen. So, aber das hätten wir ausnutzen müssen. Ist das Tor zugekommen? Nee.
Was hat er dann? Dann hat er irgendwas hier bewegt. Das klang so, als ob er das Tor bewegt hat. Was haben wir eigentlich jetzt auch in der Auswahl? Gut, Oni ist sowieso aus. Können wir eigentlich auch schon mal ausstreichen, denn Oni ist auf jeden Fall aus. Ach ja, warte mal. Ich kann ja den Knochen mitnehmen. Ganz vergessen. Upp. Schauen wir mal, ist hier immer noch Freezing? Ja. Ich mag dieses Regengeprassel gerade. Was ich mal testen wollte. Ah, jetzt geht das Licht wieder. Lauf! Was ist denn für ein EMF? Genau. Wo hast du jetzt ein Zelt geöffnet? Ich habe ein Zelt gehört. Ich dachte, ich hätte ein Zelt gehört. Die Tür ist noch offen, also er jagt noch nicht. Ich hab nichts gesagt. Oh nein, es verfolgt mich. So. Wir müssen uns jetzt einfach hier rumlupen und ich hoffe, es öffnet die Tür. Wo habe ich nochmal mein EMF da? Hier. Hier ist nicht offen, auch nicht offen, auch nicht offen. Ich bin mir sehr sicher, dass wahrscheinlich Fingerabdrücke werden. Denn sonst gehen jetzt langsam die Ideen aus. Büchlein liegt, Buch ist aber immer noch unbeschrieben. Gehe ich da stark? Ja. Rechte Annahme? Ja. Ich will das Fingerabdrücke checken und danach will ich mal kurz im Band chillen, um mal zu schauen, ob auf dem Board irgendwas Interessantes zu finden ist. Sprich, immer 5. Und auch hier mal kurz schauen, hier ist die Jagd, hier ist ein Dreier. So, ein Dreier, ja. Ein Dreier, hier endet ein Zweier. Also kein EMF-5 hier. Wie gesagt, uns gehen langsam die Möglichkeiten aus. Der Breaker ist aus. Das finde ich gerade interessant. Das erste Mal jetzt. Wo spawnst du? Da hinten? Ja, da hinten. Krass. Bitte Tür offen. Bitte Tür. Wie kommst du? Warum? Wie? Es kann doch nicht so schwer sein, wenn du aus dem Zelt gehst, eine Tür zu öffnen. Wunderschön, das Buch wird beschrieben. Und wenn es jetzt Fingerabdrücke wären, wäre es ein Dämon? Ja gut, man muss fair sein. Versuch mal einen Dämon hier jetzt zu erkennen. Wenn jeder Geist auf direkt hier. Gar nicht mal so einfach. Ich würde auf jeden Fall sagen, das ist ein Geist, der keine Geschwindigkeitsveränderung hat, also sprich keine Feste, wie jetzt zum Beispiel Ravi, bei dem es durchgetaktet ist, wie viel Geschwindigkeit er kriegt, wie beim Huntu und so weiter. Na, sprich Line of Sight Geschwindigkeit, bin ich der Meinung. Und da wären jetzt natürlich Shade, Dämon, Moro, wobei Dämon Shade eher. Dann beim Moro ist durchgetaktet, wie hoch die Geschwindigkeit ist bei so und so viel Sanity bei dir. Beim Shade, ja, also beim Shade und Dämon sowieso. Also die haben Standardgeschwindigkeit, die kriegen dann auf Zeitgeschwindigkeit. Bei Ravi ist auch eine feste Geschwindigkeit. Ich muss halt jetzt nur noch diese nervigen Fingerabdrücke kriegen. Während der Jagd traue ich an. Haha, ja, Sparwitz, wie soll ich denn das machen? Tschüss! Geh raus aus mir! Spawnt ist einfach in mir drin, aber dafür kannst du jetzt auf jeden Fall ein Zelt öffnen. Mach das Zelt auf, bitte. Mach das Zelt auf, bitte. Alter, ich werde noch narrisch. Dieses eine Zelt hat es vorhin aufgemacht. Guter Wurf, würde ich mal sagen. Bisschen übers Ziel hinaus, aber... Okay. Dieses... Ja, gut. Theoretisch kann man ja auch auf normale Art und Weise. Also sprich, hier auf diese Kisten... was bekommen, aber an den Zelten wäre es halt entspannt. Einfach am Zelt vorbeilaufen, Tür aufmachen, fertig. Ach ja, Kruzifix könnten wir machen.
Obwohl, könnten wir auch machen, aber ganz ehrlich, das wird dann einfach nur noch nervig. Ich bin ganz froh, wenn ich hier endlich meine Beweise habe und abdampfen kann. Der Geist ist echt auf jeden Fall richtig nervig gerade. Mach einfach ein Zelt auf. Das wäre das Einfachste. Besser jetzt hier hinten irgendwas angekrabbelt und ich finde die Stelle, die er angekrabbelt hat, sind die Fingerabdrücke schön weg. Kann ich den Baseballschläger eigentlich nehmen? Schade. Das hätte ich jetzt schon gefeiert. Na komm her. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie ich hier davonlaufen soll. Öffne. Nee. Kollege, bitte öffne eine Tür. Danke. Entschuldigung, ein Zelt. Eine Tür ist schwierig. Es ist außerdem ein territorialer Geist. Oder? Ja, okay, gut, der kann den Geist auch gar nicht wechseln eigentlich. Also wenn es hier wirklich die einfachen Einstellungen sind, also für Anfänger, dann kann der Geist auch nicht wechseln. Könnte aber sein, dass es fortgeschritten ist. Wobei, fortgeschritten kann er auch nicht wechseln. Also eigentlich kann er hier nicht weg. MF5. Oh, wegen Xbox. Es ist alles gerade ein bisschen nervig. Der Geist ist so motiviert, was Jagen betrifft, aber demotiviert, was alles andere betrifft. Hier ist ein Dreier und ein Dreier. Also, Fünfer fühle ich nicht. Box, oh, Box haben wir gecheckt. Orb habe ich angeschaut oder habe ich nachgeschaut. Ich bin bei den Fingis. Ich bin bei den Fingis und ich krieg meine Fingis. Früher oder später. Das wird ja nicht so schwer sein, hier auf Wanderschaft zu gehen und hier mal eine Tür zu öffnen. Oder wäre der Jagd, aber gut. Gut, weil man krabbelt. Hey, dass man dann nicht keine Tür öffnet oder öffnen kann, verstehe ich. Aber das Viech kann ja auch laufen. Ich glaube, das war ein Zelt-Sound. Wo kommst du? Komm jetzt. Ich glaube, das war ein Zeltsound. Nein, das war doch kein Zeltsound. Das wäre auch viel zu einfach gewesen. Was auch immer da gerade geworfen worden ist, das klang wie Hasen. Vielleicht will er mir jetzt den richtigen Hasen zeigen. Ja. Komm schon, gib mir nur Fingis. Das kann doch nicht so schwer sein. Das ist doch ein Grampis, das. Ich werde hier noch narrisch. Ich würde fast sagen, ich stelle mich einfach AFK draußen hin, platziere hier überall Cams, damit ich die drei Zelte im Blick habe, die drei Zelte im Blick habe. Das mache ich jetzt auch. Da! Und keine Fingis. Jetzt sagt er auch noch, mein Gott. Keine Fingis. Ladies and Gentlemen, keine Fingis. Ich wiederhole, keine Fingis. Ist das für links oder für rechts? Eine Barke haben wir zum Beispiel nicht mehr. Also, keine Fingis. Ich wiederhole, keine Fingis. Orb, EMF5 oder Box. Ah, das ist doch echt nervig. Gut, dann schauen wir jetzt einfach mal, ob wir einen Orb haben. Endlich geht's voran. Lüge ist auch nicht sein. Kein Orb. In einem der Zelte. Aber da sehe ich auch zum Beispiel gerade nichts bewegen. Gut, das ist auch zu, deswegen könnte es vielleicht schwieriger werden. Aber nein, da sehe ich auch nichts. Orb würde ich rausnehmen. Shade oder Moro? Super. Theoretisch könnten wir Shade am EMF3 erkennen. Also wenn EMF3 ist. Aber das im Bock. Das im Van zählt nicht. Ja, EMF5. Ich fühle da kein EMF5. Wo
wobei man halt sagen muss, man hört es. Der Geist wird schneller. Und das ist kein Moro, denn Moro kann während der Jagd nicht schneller werden. Das müsste ein Shade sein. Sofern es wirklich normale Land- und Zeitgeschwindigkeit ist. Aber der Moro zum Beispiel, der hat eine fixe Geschwindigkeit. Gut, wie das jetzt hier ist mit diesen Einstellungen. Schwer zu sagen. Das hier könnte ein EMF 5 sein und das hier auch. Das hier könnten zwei EMF 5 sein, die dort enden. Dann hätten wir einen Shade. Und irgendwie, aufgrund der Tatsache, dass er eigentlich nur jagt und sonst nichts anderes macht, klingt das sogar plausibel. Also, Parabol, Kruzifix. Versuchen wir es einfach mal. Zwei Kruzifixe neu schmeißen. Parabol, wie gesagt. Wenn es die Anfängereinstellungen sind, oder fortgeschritten, dann keine Geister mehr. Ich wechsle, das bedeutet, wir müssen jetzt eigentlich nur hier den Geistraum pflastern und fertig. Das wollte ich nicht. So, puh. Und dann machen wir das Ganze noch hier hin. So, da müsste es eigentlich passen. Hier ist der Geistraum. Gut, vielleicht kann er hier noch irgendwie an der Ecke spawnen. Kann auch mal roaming gehen und spawnen. Alter! Das war jetzt schon ein bisschen nervig. Das war jetzt gemein. Das war sehr gemein. Gut, jetzt an dieser Stelle ist dann wieder vorbei. Wir sind auf 0%, was bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Shade ein Event geben kann, ist gegeben. Ist mehr als gegeben. Also, die Runde dauert jetzt wirklich länger als gedacht. Und das jetzt, um einen Shade, vielleicht eine Shade herauszufinden. Ist schon lustig. Wie schön hinter mir. Hä, da hinten war dein Geisterraum. Was ist jetzt da hinten? Haben wir hier noch Freezing? Ah, ist gerade schwer herauszufinden, wie die mal spontan laufen. So. Haben wir hier noch Freezing? Auch nicht mal an. Na gut, aufgrund der Tatsache, dass der Breakhouse ist, das Ganze jetzt ein bisschen schwierig, also sprich mit Geisterraum finden. Also würden wir jetzt das Thermometer nehmen. Aber Freezing müssen wir trotzdem haben. Wir können einfach mal wieder ein Breakdown machen. Habe ich jetzt Parabol schon? Nee. Wieso spawnt jetzt überall außer in deinem alten Geisterraum? Ladies and Gentlemen, wir haben den Geist erkannt. Hoffe ich. Ich bin jetzt sehr gespannt. Denn man macht kein offizielles EMF 5. Das war jetzt eigentlich nur ein Wort. Aber eigentlich werden wir auch gefühlt nur hier. Wobei. Vorhin, als wir mal rausgegangen sind, hatten wir ja das Event gehabt. Aber wir hatten zwei EMF-5er gesehen. Zum Beispiel das hier. Bup, EMF-5. Hier endet ein Dreier. Gut, das hier ist immer schwer zu sagen, wenn es auf 10 hochgeht. Ich nehme Shade und fahre mit Shade und wir kriegen sowieso fast kein Cash. Deswegen sind die anderen Nebenquests eigentlich egal. Parabol wäre jetzt kein Thema. Kruzifix ist einfach nur lästig. Räuchern können wir sowieso nicht, deswegen Abmarsch, Ladies and Gentlemen. Schauen wir mal, ob wir richtig liegen. Mit unserem EMF 5 hier auf dem Board. Wie meine? Es spawnt an der Wand, damit es wieder runterfallen kann. Schauen wir mal. Lagen wir jetzt richtig? Es war zum Glück ein Shade. Ich glaube zwar, wie gesagt, eines dieser EMF 5er, die ich vorhin erkannt habe, war keins. Das war das Event noch, das ich in diesem Moment vergessen hatte. Aber zumindest eines war richtig und das hat jetzt geholfen, dass wir es erkannt haben. $40 ist nicht die Welt, aber wenn wir jetzt das Ganze noch einmal schaffen würden, hätten wir die 3000 und das ist auf jeden Fall entspannt. Ladies and Gentlemen, versucht die Challenge selber. Ich hoffe, es ist noch genug Zeit, sprich, dass ich es am Freitag gebracht habe. Ansonsten hoffe ich, dass ihr sie bereits hinter euch habt, wenn das Video am Sonntag kommt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein, bis dann. Ciao, ciao.